Hallo und herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Ja, wir waren ja letztes Mal zwar nicht hier in der Nähe stehen geblieben, sondern eigentlich woanders. Und zwar eigentlich bei unserer netten Rasselbande, ne? Die ja hier hinten ist. Auf jeden Fall gibt es hier ein interessantes Gebiet, wo wir jetzt gerade auf dem Weg sind. Denn es wird ja in Red Dead Redemption 2 bereits Öl gefördert. Und hier draußen findet man etwas, das habe ich durch Zufall entdeckt. Ja? Und das werden wir uns jetzt mal, ja, alle gemeinsam mal ansehen, bevor wir die Hauptmission spielen. Und ja, was findet man hier? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht man, dass man hier etwas, naja, ich weiß nicht, wie es zerstört wurde. Aber auf jeden Fall gibt es hier einiges an Zeug. Ne? Wir können uns den Ort auch näher ansehen, das machen wir gleich. Was ich jetzt mal ganz kurz machen wollte, erstmal die ganzen Sachen mir ganz genau angucken. Ne? Da ist kein Schloss dran, das heißt also, wir können das auch nicht plündern, den Wagen. Gut. Okay, den ganzen Ort kann man untersuchen. Und man kann auch sich Orte markieren, ja. Was ist das hier? Kapitel, okay. Bandenersparnisse anzeigen. Ja, man kann ja sehen, was wir ungefähr an Geld haben. Ich habe ein bisschen was aufgerüstet. Und deswegen haben wir nicht mehr ganz so viel Geld wie vorher. Hier ist auf jeden Fall eine Ölquelle. Und ich glaube sogar, dass wir die später erschließen können, ja. Und für all diejenigen, die übrigens noch auf meinem Kanal sein sollten, in der Videobeschreibung findet ihr einen Link, wo ihr raufklicken könnt, um euch alle Folgen anzusehen. Das würde mich unheimlich gut unterstützen. Und mich würde es jetzt mal... Oh, da kann man runter. Könnte man, wenn man wollte. Hier ist auch Öl ausgelaufen. Und hier haben wir eine Leiche. Können wir irgendwas mitnehmen? Hier ist noch gemahlener Kaffee übrig. Ja, ansonsten kann man anscheinend nichts mitnehmen, ne? Ich weiß nicht, was man übrigens mit diesem Ort hier noch anstellen kann. Ich glaube mal, dass wir das später irgendwie für uns nutzen können. Oh, wir können auch die Person ausplündern. Okay. Wir haben erstmal ein Dokument bekommen. Brief der Cornwall Kerosin Teerwerke. Okay. Was haben wir denn hier? Lesen. Lieber Mr. Varley, es ist äußerst bedauerlich, dass Sie die diversen und ausgesprochenen großzügigen Kaufangebote der Cornwall Kerosin Teerwerke abgelehnt haben. Mr. Cornwall hat sich dankenderweise bereit erklärt, Ihnen weitere 3 Wochen zu geben, in denen Sie Ihren Standpunkt noch einmal überdenken können, wozu wir Ihnen stark raten. Nach dieser Zeit sollten Sie sich Gedanken machen, ob ein Unternehmen Ihrer Größe finanziell im Staate New Hanover konkurrenzfähig bleiben und akzeptable Preise für den Schienentransport anbieten kann. Wir freuen uns, bald von Ihnen zu hören und wünschen wie immer bestes Gelingen mit allen Ihren Vorhaben. Hochachtungsvoll, Cameron Spence, okay, Vizepräsident von Cornwall Kerosin und Teerwerke. Das ist natürlich sehr ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ja, ob der, die Person sieht auf jeden Fall aus, als ob sie, naja, bei der Explosion eventuell verbrannt ist. Vielleicht wurde ja angegriffen oder so. Auf jeden Fall, ja, kann man, glaube ich, hier noch ein bisschen was finden. Außer den gemahlenen Kaffee, hier müsste es doch noch andere Sachen geben. Ja, es wird mir nur angezeigt, Ölquelle. Da hinten könnten wir was jagen. Ja, man kann übrigens anhand dessen erkennen, wie gut das Fleisch eines Tieres ist, wenn man ranzoomt. Dieser, ja, Weißwebel-Hirschbock zum Beispiel ist perfekt. Und ich brauche jetzt eigentlich noch Pfeile. Die werde ich mir mal kurz holen, dann können wir dem nämlich gleich noch mitnehmen und unserer Crew spendieren. Waffen auf Pferd, okay. Ich bin gut bewaffnet.
So, ich möchte aber keinen Fehler machen. Ne? Den muss ich gut treffen, ne? Ach, perfekt. Das war ein perfekter Schuss. Und deswegen werde ich auch gleich meinen Freund das Pferd rufen. Ne? Also Semmelchen, unseren Freund. Okay, wir könnten es jetzt schon häuten. Das mache ich aber erst, wenn wir bei unserer Truppe sind. So, erstmal ihm schön hochheben. Da hinten ist ein Lager, wahrscheinlich wieder vom Feinden. Es gibt auch einige Leute, die einfach so draußen campieren. Weil es billiger ist, als wenn man in der Stadt wahrscheinlich irgendwie ein Haus baut oder irgendwas in der Art. So. Den Weißbock haben wir. Da werden sich bestimmt unsere Leute sehr freuen. Und irgendwo hier in der Nähe habe ich auch noch ein Lagerfeuer gesehen. Weil ich wollte ja eigentlich dann die Hauptmission machen. Das machen wir, wie gesagt, auch. Okay, wartet mal. Wir können mal gerade ganz kurz da in die Nähe hinreiten. Wir haben ja Zeit. Na, um die 50 Minuten ungefähr. Okay, irgendwas stimmt hier doch nicht. Okay. Da hinten ist ein Lager. Seht ihr das? Ich werde mich mal kurz anschleichen. Bevor wir jetzt aber irgendwie einen Angriff starten, und es sind nachher keine Feinde, auf Nummer sicher gehen, ne? Es könnten rein theoretisch Feinde sein. Zumindest rein theoretisch. Oder die wurden überfallen, die Leute. Da steht doch jemand. Na, das sind Feinde. Ja. Ja, das wird gefährlich. Aber kein Problem. Okay, wir sollten mal kurz was essen. Dosen für sich bringen relativ viel. Okay, die haben wir erledigt. Ich wollte mal auf Nummer sicher gehen. Wir müssen nur ja, bloß sehr vorsichtig sein, weil die hier bei diesem großen Weg sind, wo auch Kutschen vorbeifahren könnten. Müssen wir halt ein bisschen vorsichtiger agieren. Ich werde gucken, was ich denen eigentlich alles abnehmen kann. Ein bisschen Geld haben wir ja auch. Dann mache ich gleich die Hauptmission. Sollte mich aber noch mal ein bisschen besser vorbereiten. Das hat sich nach einer Schusswaffe gerade angehört. Und dann mal gucken. Ne? Man kann auch andere Waffen hier zum Beispiel noch mitnehmen. Okay, hier haben wir doch jemanden noch erschossen, ne? Genau. Hier haben wir noch Munition, die können wir mitnehmen. Wie gesagt, ist an sich immer eine gute Idee. Nehmen. Was haben wir denn hier? Munition, ne? Aufheben? Okay, das ist nur der Typ. Sollte kein Problem sein. Können wir ja kurz hier erstmal schön auf den Boden werfen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch bereits gesagt habe. Ja, wenn ihr ja die letzte Folge verpasst haben solltet und noch gar keine Folge gesehen haben solltet, in der Videobeschreibung findet ihr einen Link, wo ihr raufklicken könnt, um euch alle Folgen anzusehen.
Das würde mich auch unheimlich gut unterstützen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was wir hier noch finden. Wir könnten uns hier auch hinlegen, rein theoretisch. Am Feuer könnten wir uns auch ausruhen, ne? Was haben wir denn hier? Kokain-Kaugummis. Oh, lecker. Ein bisschen Koka. Oh, Waffenöl. Das ist gut. Unsere Waffen müssen wir auch ab und zu mal reinigen. Was? Ich kann davon nichts nehmen? Schade. Okay. Gut, dann können wir hier eigentlich abhauen. Sämmelchen, wo bist du? Genau, da kommt er schon. Ja, dann werde ich jetzt gleich diese Mission halt gleich nachgehen. Wir reiten aber ganz kurz zu unserem Lager, denn können wir nämlich den Hirsch noch abgeben, vorher schön ja das Fell abziehen, ne? Also schlachten, naja, schlachten, ja doch. Ich kann mal dazu schlachten sagen. Und dann mal sehen, ne? Ja, tut mir ja leid, mein Freund. Es gibt hier immer wieder Zufallsmissionen, ne? Oder Zufallsereignisse, die kann man halt auch nach... What? Achso, das sind Wildpferde. Ich dachte schon. So. Ja, da habe ich jetzt fast 12 Minuten gespielt. Und habe nicht besonders viel geschafft. Naja, obwohl, so ganz stimmt tut's nicht. Könnten auch noch mehr jagen, aber brauche ich nicht. Wir sind jetzt gerade, glaube ich, an Himbeeren oder so vorbeigerannt. Aber ist egal. Ne? Ja, schön. Der hat doch direkt vor dir gestanden. Ach ja, ihr seid da komisch, Leute. So, ich glaube, ich muss aber das Tier vorher, ne, schon häuten, weil ansonsten wird es schwierig. Und dann kann man das nämlich abgeben. Und dann freuen die sich bestimmt alle Loch im Arsch. So, mit 2 Löchern im Arsch kann man nämlich noch ein bisschen mehr, ne. So. Häuten bitte. Das Hirschfell kann ich mir nämlich behalten und dann beim Schlachter verkaufen. Oder halt mir, ja, für mich selbst aufheben. Das geht auch. Verstauen bitte. Ja, danke. Joa. König unter den Narren. Wie geil. So, mal gucken, ob die sich freuen. Wo ist denn jetzt eigentlich? Ja, okay. Moin. Ja, ihr seht ja, es hat sich ein bisschen was verändert. Spenden. Okay, wir könnten einmal dieses Tier spenden. Okay, wartet mal. Theoretisch brauchen wir gar nicht so viel Fleisch. So, dann werde ich ja mal kurz was spenden, ne, mit Beitrag leisten. Asa macht eigentlich fast alles alleine. Also wenn ich mir überlege, was ich hier schon gespendet habe, was machen eigentlich die anderen? Frage ich mich, ja. Ist jetzt nicht viel, aber 4 Dollar ist nicht, besser als nichts, ne. Klar, ich hätte hier noch ein bisschen mehr. Die 10 Dollar kann ich noch wegmachen. Reicht. 14 Dollar gespendet, na, siehste. Ist auch schon mal was. So,
Dann würde ich jetzt sagen, machen wir die Hauptmission weiter. Ich muss nur mal kurz überlegen. Sollten wir was essen? Weil Mittagessen sollte eigentlich schon fertig sein. Ist es noch nicht. Schade. Ich glaube, der braucht noch ein bisschen. Ja, Moment. Wir könnten auch theoretisch selber was essen. Also gehe ich jetzt kurz zum Lagerfeuer. Ess erstmal was Ordentliches. Eigentlich müsste ich genug Zeug haben, ne? Also ich habe ja relativ viele Kräuter gesammelt. Einige davon habe ich natürlich schon verbraucht. Okay, da ist Semmel. Ich will was kochen. Moin. Feuer ausruhen. Okay, wir kochen erstmal etwas Schönes, ne? Okay, fettes Vogelfleisch. Nein, oh, jetzt habe ich das schon. Ich hätte ein Rezept ja nachkochen können, aber was soll's. Nochmal kochen. Was haben wir noch? Ich würde jetzt gleich nochmal machen, warum nicht, ne? Warum? Ich wollte doch noch. Man kann auch in diesem Spiel fett werden, ja? Kein Witz. Mit Ackerminze. Na, siehst du. Hätten wir noch was da. So. Dann würde ich sagen, gehen wir los, ne? So, wo müssen wir denn eigentlich nochmal genau hin? Hier hinten, ne? Lang, um denn hier ranzukommen, genau. Jetzt bin ich gespannt, wie gut das läuft. Beziehungsweise auch wie schlecht. Tja, wir kommen später nochmal wieder, meine Freunde, ne? Ich höre zwar meine Kollegen hier nicht oder meine Bandenmitglieder oder wie auch immer. Ist aber auch egal. Bin gespannt, wie das Spiel weitergehen wird, ne? Ist eigentlich sogar schon ziemlich beeindruckend, wenn man mal überlegt, was man hier alles machen kann. Wir können jagen, wir können Leute ausrauben, sie umbringen, Kopfgelder machen, ja? Geht auch. Also, ich glaube sogar, es gibt hier mehr Möglichkeiten als in GTA 5, also zumindest im normalen Spiel. Ich weiß gar nicht, ob wir auch eine Kutsche bedienen können und damit andere Leute irgendwo hin transportieren können. Ist ja natürlich noch cool. Okay, ich muss ihn da loswerden. Oh, yes. Yes. Perfect. Bitte sehr. Thank you. I got no money to give you, but I think I might got something even better. Some of those fellows talked about this old crone up north of Strawberry. Got herself a tidy sum locked away. Maybe just stories, but they were sure excited. Oh yeah? Why'd I be interested in that, huh? I don't know, just a hunch. It's up to you, friend. Okay. Hier steht Watson Blockhütte. Nördlich von Strawberry lebt eine einsame alte Dame, die angeblich ein paar Wertsachen besitzt. Mir kommt dieses Gebäude leicht bekannt vor. Wenn wir genug Zeit haben sollten, ja, jetzt nach der Hauptmission, könnten wir zu diesem Ort hingaloppieren. Weil Strawberry ist ja nicht weit, ne? Irgendwo da soll eine Hexe sein. Also irgendwo hier wahrscheinlich. Dass die nicht gleich markiert werden, finde ich nicht so geil. Passkutsche, okay. Da war auch ein Schlachter. Hier können wir übrigens einen Steckbrief, ja, verfolgen.
Wie gesagt, muss irgendwo hier sein. Das gucken wir uns dann mal ganz genau an. Ne? Aber erstmal reiten wir jetzt weiter. Und dann gucken, was als nächstes passiert. Nördlich von Strawberry. Das hört sich interessant an. Dann muss ich nur noch diese Hütte finden und dann hat sich alles erledigt. Ne? Wie viele Zufallseignisse jetzt hier passieren? Warum ist jetzt so komisch markiert? Bin ich jetzt schon in Strawberry? Nicht in Strawberry, meine. Ach ne, hier ist ein Zufallseignis, deswegen. Mein Hals ist ein bisschen trocken, eigentlich müsste ich ein bisschen was trinken, aber. Nee, ich mach das danach. Das könnte ja spaßig werden. Dann wäre bald da, ne? Was bist du denn für eine komische Ziege? Super. Okay. Ja, ein bisschen jagen wäre gut, ne? Besonderes Fleisch zu bekommen, das kann man dann auch später verkaufen. Oder eigentlich kann man eigentlich alles verkaufen, man muss eigentlich nichts behalten. Aber werde ich nicht tun, ne? Es gibt übrigens hier auch sehr viele Sachen zu erkunden, also einige Hütten, wo man rein kann, wo auch ganz spezielle Sachen passieren, wenn man was ganz Bestimmtes macht. Oder halt zu bestimmten Uhrzeiten droppen diese Sachen. Das wäre natürlich interessant zu sehen, ne? Weil hier habe ich etwas gesehen. Ich weiß nicht, ob es bei meinem Spielstand war oder ob ich das in irgendeinem Video gesehen habe. Da gab es für mich eine Möglichkeit. Wenn man an so eine komische Hütte ankommt, da wohnt ein Pärchen. Und wenn man dort reingeht und was isst, dann soll was sehr Unheimliches passieren. Und es soll sogar auch so ein Film sein, ja? Keine Ahnung, was für ein Film das sein soll. Aber das könnte man ja vielleicht eventuell von euch erfahren, falls ich den Film nicht kennen sollte. Alter, bin ich jetzt schon... Wo bin ich denn hier? Wartet mal, ich muss mal ganz kurz nochmal auf die Karte gucken. Ich bin erst hier hinten? Alter, was? Ist das ein Wüstengebiet da, Blackwater, oder was? Brauchen auf jeden Fall ein bisschen mehr Geld, ne? Mehr Geld wäre natürlich noch ein bisschen geiler. Ich schneide übrigens diese Passagen hier nicht, weil kann immer irgendwas sehr Merkwürdiges passieren. Wenn man das schneiden würde, würde ich das persönlich nicht in Ordnung finden. Was denn hier? Ich glaube, hier wurden die Indianer vertrieben. Ja. Wurde alles niedergebrannt. Schade eigentlich. Aber ich gehe mal kurz hier rein, bevor wir die Hauptmission machen. Mich würde mal interessieren, ob man hier irgendwas finden kann. Ey, sag jetzt nicht, das ist die Hütte. Nee, kann ja nicht sein. Oder? Nee, wäre Quatsch. Da war ein Zettel. Hier war auch eine... Schule oder eine Kirche? Eins von beiden auf jeden Fall. Oh, was haben wir denn hier? Kokain. Kaugummis. Was die Leute alles gekaut haben, ey. Oh, schwarzgebrannter. Cool. Da haben wir noch einen Brief. Den kann ich aber irgendwie nicht auf... Oder? Doch, den kann ich... Na! Mein Charakter hat sich gerade sehr merkwürdig hier gedreht. Was steht denn hier? Englische Rechtschreibübungen. Ach so. Das lese ich jetzt aber nicht durch. Ist interessant. Aber es sind ja nur Rechtschreibübungen. Von daher lohnt sich das nicht, durchzulesen. Ist schon scheiße, ne, dass man hier die Leute höchstwahrscheinlich sogar umgebracht hat. Obwohl, man sieht aber keine Leichen.
Aber das wäre krank. Also, würde man hier noch Leichen sehen, das wäre echt schon verdammt krank. Also hier gibt's nichts zu finden, ne? Was sind das? Oh, eine Kutsche. Revolvermunition, ja, die können wir eigentlich gut gebrauchen. Leichen gibt's keine, wie gesagt. Und anscheinend kann man auch nicht mehr mitnehmen. Oh, da ist noch mehr. Was haben wir denn da? Dosenlachs, naja, den kann man auch gut essen. Also ich würde sowas nicht essen, aber gibt Leute, die mögen sowas. Okay, dann gehen wir jetzt zu Sammel zurück. Und dann geht das los. Zur Hauptmission. Okay. Wäre ja schon wieder was zum Sammeln gewesen. Oh nö. So, und wenn wir jetzt hier rüber gehen, dann könnten wir auch, ja, vielleicht erkannt werden. Oh, da oben rennen sie. Tot oder lebendig, ne? Vielleicht habe ich auch Glück. Ich werde mich aber gar nicht so viel bei der Straße aufhalten, ne, oder bei dem Weg, weil ich glaube, das ist zu gefährlich, als wenn wir hier einfach mal durch die Walachei reiten. Gibt es wieder schöne wilde Tiere. Oh, und es scheint vielleicht gleich zu gewittern in dem Spiel. Das sieht nämlich immer sehr beeindruckend aus. Oh, das wird aber richtig dunkel, ne? Das könnte interessant werden. Okay. Ich weiß auch nicht, ob es hier ja Orkane geben kann oder Tornados oder irgendwas in der Art. Nee, obwohl das sind keine Feinde, ich dachte gerade. Oh, guckt mal, da sind unsere Leute bereits. Die warten da schon sehr ungeduldig. Okay, wartet mal. A lot. Uniforms everywhere. You see Sean? No. I don't think so. Damn it. Where's Trelawney? Who knows? Just. Hey. Where is that little Irish bastard? Not quite sure. Trelawney's off trying to find out. Anyone been in the Blackwater, see how things lie? The place is crawling with Pinkertons, bounty hunters, and pictures of Dutch, I'll tell you. We got a lot of money sitting in that town. And that's where it's gonna remain for now. Why haven't they hanged Sean, I wonder? I think he's bait. Do they want to trial him publicly? Gentlemen, Sean is being moved up the upper Montana, then to a federal prison out west. Damn. We can't be rescuing people from some federal prison. We either rescue him now or cut him loose. I'm not cutting anyone loose. Of course not. Ike Skelding's boys are moving him to a camp nearby before handing him over to the government. So, I guess we need to stop them before they get to camp. Charles, why don't you head up on the north side? And we'll head up on the other side of the valley and meet you. That way we have them in either direction. Javier, Josiah, come on. Let's go see. Okay. You know, Arthur, the government, or people whom the government like, seem to be very angry. Sure. Well, we'll rescue Sean and we'll get ourselves lost, good and proper. It's a big country. I hope so. Und dadurch müssen wir bestimmt ein anderes Gebiet fliehen. Ich
Binde auf mein Pferd. Finde das Boot. Follow me. Let's see if we can track down this boat. Keep your eyes open for Pinkertons. They got patrols out all over this area. Yes. South of the river, West Elizabeth isn't a very welcoming place right now. It's definitely as bad as we feared in there, Arthur. I keep hearing about this woman, Heidi McCourt. Some young mother, they're saying, Dutch murdered on the boat. I don't know about that. I wasn't there. Bad day. And no money yet, it seems. I hope you know where that is, at least. Dutch and Hosea say they do, but it's trapped in the town. Oh, it must be wonderful to have such trust in one's parents. Mine would have sold me for a hogshead of ale. In fact, I think they tried. Okay. Finde das Boot. Ja, das Problem ist, bis da hinten, ne, irgendwo. Down there. Reckon those might be our boys. All right, gentlemen. Follow me. We'll follow them. Nice and easy. Let's make sure it's him first before you go starting another war. You think they can see us? If they can, we're just three fellas out on the trail. Act natural. We'll be fine. So, you've been gone for a while. Much as I love dodging the law and sleeping in the dirt with you derelicts, I do have other business to attend to. What happened in New York? You know how life is. Never a straight road anywhere. Especially with you. Nice to know I'm missed, though. Have you run out of people to rob? Oh, we'll never run out of people to rob. But without me, you'll not find the caliber of victim that I find. Come on, let's keep them in sight. You all right, Javier? Quiet. He hasn't stopped talking since we left you in Valentine. It's the longest ride of my life. Cute, dear boy. Very cute. Der Wein heißt cute ulkig. Push up, come on. Ja, dann los, reit doch mal. Apparently there's a camp somewhere around here where the bounty hunters meet and transfer before continuing out west. Okay. Imagine that's where they're headed. Was meint ihr, ist es zu einfach? Reite nur mal ein bisschen schneller, bitte. Okay, ich glaube, die hängen uns ab. Fernglas. So, who are these bounty hunters? I don't know too much about Ike Skelton's boys, but I hear they're a big crew, wild, built some reputation in the last year or two. That looks like Sean to me. Certainly kicking up enough of a fuss. Yep, that's definitely Sean. Oh, they're giving him a decent kicking. Well, you can only imagine the shit he's been giving them. Oh, yes. They're taking him up the canyon. There's Charles on the other side. Let's go. What about the other two down there? I've got an idea. Follow me. Okay, es könnte interessant werden. Hey! I've ridden a horse before, dear lord! Noch habe ich keine Waffen ausgerüstet. Aber ein Revolver würde auf jeden Fall da sehr gute Dienste, ne, uns erweisen. Ey, die würdest du jetzt aber noch nicht... Nee, das wäre auch Quatsch gewesen. We should do
through this quietly if we can. Leave it to me, gentlemen. I'll go around and create a distraction. Then you two sneak across and do the dirty on them. Okay. Get your knife ready. Keep your head down. Was, Messer? Hatte ich nicht irgendwo Wurfmesser? Auch das normale Messer nehmen. So. Erstmal schön plündern die Leute. Okay. Keine Ahnung, wie viele Leute das sind. Oh, das war ein Schuss in die Eier. Tut mir schon ein bisschen leid, ne? Okay. Tut mir echt leid, Leute. Aber ihr habt euch mit den Falschen angelegt. Aber ich muss auf jeden Fall noch plündern. Was? Wo? Okay. Wir müssen jetzt schnell sein. Da-da-dam. Mal schön nachladen. Erstmal schön plündern. Kurz Zeit haben wir ja noch, hoffentlich. Oh, Alter, die haben alle so ein paar Dollar bei, ne? Oder eine goldene Taschenuhr. Oh, das bringt auch noch ein bisschen Knete. Okay, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Dead Eye Mixtur, dann noch was zum Heilen, starke Arznei. Time.
Na? Nein. Hä, wo hat der denn gerade hingezielt? Egal. Bisschen die Dead Eye nutzen, ne? Bau Munition. Let's get Sean. Will one of you help me out here? Später, ich muss erstmal mich um was anderes kümmern, denn ich brauche noch ein bisschen Knete. Wir haben irgendwie so wenig davon. Okay, wir haben noch ein bisschen Geld und alles, ne? So muss es sein. Oh, Arznei, die können wir sowieso gut gebrauchen, ne? Boah, Alter, das ist so cool eigentlich, ja. Okay, was haben wir denn hier eigentlich? Nehmen, was nehmen? Oh. Was haben wir da? Was haben wir da? Ach so, Premium-Zigaretten. Hey, someone cut this rope. My head's killing me. You know, you're a lot less ugly from that other angle, Arthur. Come on. Do we get a hug, Arthur? A warm embrace for a lost brother now found. You know, nothing means more to me than this gang. The bond we share. It's the most real thing to me. I would kill for it, I would happily die for it. But in spite of all of that, I would have easily left you here to rot at Charles Anstop. I don't believe a word of that, Arthur. Get him out of here. You're a great man, Arthur Morgan. The kind of young whippersnapper can really admire. Oh, shut up. Right, we should split up. Javier, will you escort Mr. McGuire back to camp? Charles, best you ride separately. Be careful. There's patrols everywhere. What about you? I'm gonna see what's worth taking here. I'll meet you back there as soon as I can. All right. Okay, come on. Have I got stories for you? Yeah, I can't wait. I imagine y'all miss me a lot. But fear not. The joy is back in your lives now. Okay, es gibt hier einige Hütten. Fuck, wir haben eine Axt bekommen. Eine Tomahawk-Axt. Oh, geil. Da kann ich nicht rein. Schade. Okay, da ist eine Hütte. Ich weiß nicht, ob da jemand drin ist, aber ich möchte auf jeden Fall mit der Schrotflinte die Person überzeugen, rauszukommen, ne? Falls die da noch drin sein sollte. Was haben wir denn hier? Eine Kutsche, wo wahrscheinlich nichts drin ist, ne? War klar. Da kann ich nicht rein. Hat er jetzt Lohnendes gemeint, jetzt hier in diesem Gebiet, oder? Dann habe ich das vielleicht missverstanden. Okay, Schattenfehler. Was haben wir noch hier eigentlich? Pistomini. Wow, was? War so klar, Alter. Gesucht, Verbrechen gemeldet. Wer soll mich denn jetzt schon wieder gefunden haben? Oh, oh. Assa, beweg dich! Noch ist ja nur eine Ermittlung.
Okay. Ich wollte ja eigentlich noch eine Strawberry, ne? Ich werde mal kurz gucken, wie ich da dann hinkomme. Achso, wir sind schon bereits in Strawberry. Irgendwo soll ja eine Hütte gewesen sein, die man ausrauben kann. Meinen die vielleicht das hier? Wäre durchaus möglich, ne? Dann reiten wir da noch kurz hin. War ziemlich knapp eigentlich von der Zeit her. Aber was soll's. Meine Nase, sie ist zu trocken. Und ich will richtig abrocken. Also theoretisch können die nicht wissen, wer ich bin, ja. Weil mich hat ja eigentlich keiner gesehen. Und eigentlich sind alle von diesen Ordnungshütern dood, ne? Die alte Hexe, warte mal. Also wenn es jetzt da ist, ja, wo ich jetzt hinreite, das wäre echt lustig. Schade, dass mir die Hütten allgemein nicht markiert werden, ne? Ach ja, vor ein paar Folgen haben wir hier beinahe das ganze Dorf ausgerottet. Das war auch ziemlich lustig. Teilweise natürlich ein bisschen schwer, aber was soll's. So. Wir können aber auch Steckbriefe, wie gesagt, nachgehen. Und dann sehen uns die Leute alle ein bisschen anders, ja. Das werden wir wahrscheinlich bei der nächsten Folge machen, weil ich hier bleiben werde, ja. Und erst später zur Truppe zurückreite. Ey, wenn es die Hütte ist, ich krieg Lachkrämpfe. Keine Ahnung. Ob es das hier ist. Sieht aber danach aus. So ein bisschen, ne? Wäre echt lustig. Da kommt man aber nicht rein. Ist alles zu. Alter, wie krank sieht das denn aus? Willst du mich jetzt verarschen? Da bin ich jetzt umsonst hierher geritten, ja? Ich will da nach oben. Ich kann da bestimmt durch ein Fenster klettern oder so. Das wäre auf jeden Fall lustig. Natürlich nicht. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Kann ich da rein? Durch einen Kamin wie Santa Claus? Shit, geht nicht. Vielleicht findet man irgendwo hier einen Schlüssel. Aber bis jetzt ist hier gar nichts, ne? Hm. Hier wurde Holz geschlagen, wahrscheinlich um den Kamin anzuheizen, denn damit. Also ich habe jetzt hier eine Hütte, wo ich nicht weiß, ob es die Hütte ist, die man mir genannt hat. Jetzt bin ich eigentlich völlig umsonst hergekommen. Ist doch nicht euer Ernst. Ha. Es könnte aber auch vielleicht hier hinten sein. Das ist nämlich noch ein bisschen weiter nördlich, wenn ich mir jetzt nicht irre. Dann gehen wir jetzt dahin. Also wenn es da immer noch nichts ist, dann
Tut mir natürlich leid. Aber ich kann ja nur Onyx ändern, ne? Wenn da nichts ist. Muss ich ein bisschen ablenken. Was ist denn hier? Oh, hier sind Gräber. Okay. Alter, das ist schon mies, ne? Aber vielleicht hat er ja das hier gemeint. Also hier scheint irgendwas zu sein. Ich brauche eine Lampe. Ich sehe nämlich nichts. Wo ist denn die eigentlich? Okay, da ist eine Kamera. Hier. Oder ist hier vielleicht ein... Was ist denn hier? Ja, seht euch das mal an. Das sieht auch so aus, als ob man da was öffnen könnte, oder? Okay, das ist strange hier. Ey, kann ich überall nicht rein? Ich versuch's nochmal ganz kurz bei diesem anderen Gebäude. Das war doch hier eigentlich gleich, oder? Ey, Alter, ich versuch's nur bei einer Hütte. Also, ich kann's sonst nicht ändern. Nicht, dass die das irgendwo hier meinen. Nee, warte mal. Ult. Watson Blockhütte. Ja, wo soll die sein? Untersuche den Hof. Kann man das auch auswählen? Ja, anscheinend nicht. Das ist jetzt scheiße. Also das ist nicht so cool. Aber vielleicht komme ich ja jetzt gleich zur Toms Blockhütte. Okay, Phil. Yeah. Es war ja von Wahr die Rede, ne? Vielleicht lebt da auch keiner mehr. Und hat für uns alles zurückgelassen. Dann ist die Folge halt länger als sonst. Fast eine Stunde. Ja, das ist in Ordnung. Ja, warte mal. Toms Blockhütte. Ist das die hier? Das sieht danach aus. Brief nehmen. Notiz von Jim. Da ist jemand drin, oder? Jetzt sagt mir nicht, hier ist auch nichts. Dann kriege ich echt einen Raster, ne? Also, ist auch nicht die Hütte, oder? Lenora View. Alter, was für ein Toms Haus. Meinen die vielleicht doch hier irgendwas hier hinten? Das ist ja voll behindert. Mach da immer die scheiß Tür auf, ey. Anstatt der... Okay. Ja, Leute, dann habe ich jetzt keine Ahnung. Aber hier ist auch nichts. Das heißt also, ich bin schon wieder umsonst irgendwo hingelaufen, ja? Ja, Leute, dann kann ich das nicht ändern. Dann werde ich hier irgendwo rasten in der Nähe. Und ja, es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal einschalten würdet. Ansonsten, wie gesagt, sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Also, bis dann und tschüss.